Also mein Laden, sage ich mal, so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wir haben immer täglich frische Obst und Gemüse natürlich, auch Teesorte, sehr viel regionale ausgesuchte Weinsorte. Es ist ein Feinschmeckerladen. Ich glaube, da gibt es alles, was es nicht gibt, sage ich, von Toilettenpapier bis Zeitungen, Lotto, Tabak, ist alles da. Mein Laden lebt mit Herz und Seele für mich. Und alle meine Kunden, die hier reinkommen, werden mit einem Lachen empfangen. Und wenn sie auch manchmal mit Kummer und Schmerz kommen, es ist nicht nur ein Obst-Gemüse-Laden, findet auch sehr viel persönliche Gespräche statt. Oder wenn ich mal koche, einfach mal Süppchen mitessen. Also ich heiße Hülya Sava, geborene Çelik. Ich bin in Türkei in Ankara geboren, 1965. Und lebe seit 1977 in Deutschland. Das kann ich auch genau sagen. Das war Oktober, 29. Oktober 1977, ein sehr grauer Tag, regnerisch. Und für mich war es, ja, wie soll ich dann sagen, es war nicht schön. Ich war sehr traurig eigentlich. Ein fremdes Land, ohne Sprache, ohne Freunde, ohne Bekannte. Es war nicht unbedingt, sage ich mal, dass ich mal glücklich drüber wäre. Aber man gewöhnt sich dran und mittlerweile lebe ich über 40 Jahre hier. Ich habe auch einen deutschen Partner und meine Kinder sind auch mit deutschen Partnern und Partnern liiert. Und wir sind hier zu Hause. Ich habe den Laden 13 Jahre schon. Ich habe vorher als Verkaufsleiterin auch Mädels ausgebildet. Und unter anderem wurde diese Geschäft eine Filiale eröffnet. Dann sollte ich das im Laufen bringen. Und der Besitzer von dem Laden, den ich jetzt hier habe, kam immer zu mir und hat er immer gesagt, ich stelle mir dich als meine Nachfolgerin vor. Und ja, eines Tages habe ich mich dann doch dafür dann entschieden, habe mich überreden lassen. Der Stegmüller Laden existiert so circa 75 Jahre und ich denke, den Namen wollte ich definitiv nicht ändern und mein Ziel ist dann eigentlich, dass wir 100-Jähriges schaffen. Das haben wir halt mit Herrn Stegmüller so besprochen und deswegen Stegmüller ist der bekannte Name und ich wollte halt nicht irgendwelche anderen Namen für den Laden geben. Aber meine Kunden wissen, das heißt Inhaber Hülya Sava, aber Name Stegmüller, es bleibt und wird auch bleiben. Also ich kam, habe ich mittlere Reife in die Türkei gemacht und da war ich in Privatschule und hier habe ich leider in der Hauptschule angefangen, weil ich halt die deutsche Sprache dann nicht gesprochen habe. Wir haben wirklich von den Nachbarn Deutsch gelernt, haben wir Glück gehabt, da war eine Tante Ilse, sagen wir mal, der Oma Ilse. Und die hat uns so viel Mühe gegeben, hat sie für uns immer jeden Mittag gekocht. Da habe ich erst mal in meinem Leben Klöße gegessen in Deutschland, wo ich nicht gekannt habe. Wir haben wirklich die Sprache von unseren Freunden oder von den Nachbarn gelernt. Also da gab es überhaupt keine Maßnahme. Da lernst du halt, hat meine Mutter immer gesagt, wenn du jeden Tag nur ein Wort lernst, und das sind 365 Wörter im Jahr, und da kann man einiges daraus Sätze bilden. Und das war halt immer so, fand ich von meinen Eltern, muss ich sagen, besonders von meiner Mutter, auch ganz toll, sie war auch sehr hinterher, dass wir die Sprache so schnell wie es geht wirklich lernen oder hat sich immer viel Mühe gegeben. Und er hat immer der eingeladen, unser Nachbarn. Und das sind wir eigentlich mehr oder weniger automatisch. Und wir hatten halt auch tolle Lehrer. Da kam dann wirklich ein Lehrer zu uns nach Hause, zu meiner Schwester und zu mir. Unverbindlich hat er uns immer geholfen, auch bei der Hausaufgaben oder uns Deutsch beigebracht. Also ist absolut, würde ich sagen, ist Familienbetrieb. Meine Schwester ist bei mir angestellt. Und davor haben meine beiden Kinder haben studiert und ganze Zeit nach dem Studium, wenn sie Zeit gehabt haben, Wochenende oder wenn sie Semesterferien, haben die voll gearbeitet hier im Laden. Also mein Laden, sage ich mal, so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wir haben immer täglich frische Obst und Gemüse natürlich, auch Teesorte, sehr viel regionale ausgesuchte Weinsorte. Es ist ein Feinschmeckerladen. Toilettenpapier bis Zeitungen, Lotto, Tabak ist alles da. Mein Laden lebt mit Herz und Seele für mich. Und alle meine Kunden, die hier reinkommen, werden mit einem Lachen empfangen. Und wenn sie auch manchmal mit Kummer und Schmerz kommen, es ist nicht nur ein Obst-Gemüse-Laden, findet auch sehr viel persönliche Gespräche statt. Es ist ein Treffpunkt, ein Austausch hier,
an Informationsstelle, wo sich die Leute auch mal hinsetzen, Tasse Tee trinken oder Tasse Kaffee oder wenn ich mal koche, einfach mal Süppchen mitessen. Es ist einfach super toll. Es war nicht immer wirklich so bestandhaft, dass ich sagen kann, ich mache den Laden weiter. Ich habe auch 2 Jahre gehabt, wo ich gesagt habe, es rechnet sich wirtschaftlich nicht mehr. Die Supermärkte fressen uns auf Deutsch gesagt. Die Angebote können wir, die Preise können wir gar nicht geben. Aber dafür ist es, sage ich jetzt mal, bei uns unsere Qualität, deine Service, deine Beratung, deine Freundlichkeit, deine Herzlichkeit. Und das ist für viele, es ist wirklich wert und die schätzen das dann auch. Teilweise waren von meiner Verwandtschaft auch hier in Deutschland, haben mich besucht. Und ich komme ja aus Ankara, also heißt eine Großstadt. Bei uns gibt es leider Gottes halt nicht so viel schön Grünes und so weiter. Also ganz im Gegenteil, die waren vom Odenwald sowas von begeistert, weil das halt viel naturverbunden ist. Die fanden es ganz toll. Ich würde mir halt nur wünschen, dass halt so kleine Geschäfte mehr von den Leuten wahrgenommen werden. Und das wäre halt mein größter Wunsch, dass ein oder andere wirklich mal die Augen aufmacht und so diese Tante-Emma-Geschäfte einfach mal reingehen, anschauen, auch mal ein klein bisschen unterstützen. Ich habe sehr viele Kunden, die Lehrerinnen sind, nach der Schule sich einfach mal hier kommen, sich ein bisschen mal runterfahren, eine Tasse Tee trinken, setzen auf die Couch. Wenn ich Zeit habe, setzen sie wieder, rede mal, ansonsten tun sie ein bisschen Zeitung lesen. Ja, und dann kommen die runter und dann fahren sie nach Hause oder gehen erstmal hier bei mir einkaufen natürlich. Man nennt das mittlerweile Therapieecke und das ist ein Erlebnis halt für die dann, ne? Ich bin hier der einzige Tante-Emma-Laden noch von hier bis nach Darmstadt. Das ist der letzte Laden. Was du gibst, das bekommst du auch zurück. Ich bleibe nicht stehen. Ich bin immer auf der Suche, wenn irgendwas zum Beispiel rückläufig ist, mit irgendwelchen Artikeln oder ich merke zum Beispiel, ich habe hier angefangen, wir haben es am Freitag die Leute bis zu 6 Stunden beliefert. So viele Lieferkunden habe ich gehabt, also ältere Leute. Die sind nach und nach gestorben oder sind in Altersheim gekommen. Also es ist immer weniger geworden. Also dann überlegst du es, wo baue ich mir noch ein Standbein auf? Das kann nicht sein, dass immer alles rückläufig wird. Also das heißt, da habe ich mich mehr oder weniger sehr viel für regionale Produkte entschieden. Jetzt habe ich sehr viel junge Mutter im Laden, für ihr Baby zum Beispiel einkaufen. Es ist einfach super toll. Es gibt auch viel andere Möglichkeiten im Leben. Ehrlich sein, anständig sein, fleißig sein und auch mal so die Marktlücken vielleicht mal für sich mal entdecken. Ne? Auch wenn man manchmal denkt, es geht diese Branche gar nicht, wie auch immer. Aber wichtig ist es, was will ich? Mit wem will ich es zu tun haben? Wo will ich sein? Und das ist eigentlich auch wichtig.